Und gleich wieder Deckung suchen, ne? War doch so. Natürlich. Natürlich. Kaya verlässt die Gruppe. Natürlich. Das kennen wir schon. Wir wussten, wir würden es noch einmal tun. Na dann. Merry Christmas. Oh, ich direkt eine Waffe. Da werden wir wieder. Oh nein, das habe ich ganz vergessen. Oh nein. Shit. Ach, ich hasse das. Da liegt halt auch direkt eine Waffe, ne? Falls wir eine brauchen. Ja, das ist nicht so gut. Der ist jetzt ein bisschen höher. Ich kann diesen Fickern auch nicht ausweichen. Ich bemühe mich ja schon. Map. Spannende Musik, yeah! Spannende Musik! Kommt ihr da nicht mehr weg? Das war ein bisschen ungünstig. Nein. Pam pam pa ram pa. Neue Stufe.
So, mein Frendo. Hier lag nichts mehr, ne? Das ist es mit dir gewesen. Looten. Looten geht er nicht. Ist ein bisschen schade. Brause-Energieriegel. Super lieb. Super lieb, dass was da hingelegt wurde für uns. So, für diesen Bossfight. Eine Brause, ein Energieriegel. Da spüre ich einfach alles wieder zurückkommen. Sag mal, wo ist denn die Waffe, die hier... Ach, die haben dafür eine eigene Map gemacht, glaube ich, oder? Oder finde ich jetzt einfach die Waffe nicht, weil ich zu doof bin? Nee, das war eine eigene Map. Der Fight gerade war eine eigene Map, deswegen finde ich die Waffe jetzt nicht mehr, die da lag. Die gibt's hier nicht mehr. Interessant. Ja, hier ist er hingeflogen immer. Ah, hier kann ich plündern. Nichts dabei. Du willst ja verarschen. Ja, ist einmal weg. Cool. Aha, aha, aha. So ist es doch bestimmt gewesen. Gut. Ja, dann, wollen wir dann hier nichts haben. Ich könnte raus, aber ich will noch eine Sache. Da liegt halt immer noch ein Zettel. Und ich werde nicht ohne diesen Zettel gehen. Das ist uns allen hier klar, hoffe ich. Kaya einfach abgehauen. Beste Kameradin. Ach, Flugblatt. Ach so. Ach so. Schade. Hat uns Kaya in der Stunde der Not wirklich im Stich gelassen? Und habe ich da gerade jemanden gesehen, der sich versteckt? Hey, mein Süßer. So. Tim, tim, tim. Liegt hier noch irgendwas irgendwo drin? Nee, ne? Doch, da. Ein Bolzen. Raffiniert platziert. Und aus irgendeinem Grund ein Safe. Auf dem Parkplatz. Weil... Das haben Safes so an sich. Versuch 1 von 4, das finde ich gut. Drei, sechs, acht, eins. Gut, das will wohl nicht. Die 6 scheidet völlig aus. 0, 1, 9, 8. Die 0 scheidet völlig aus. 1, 3, 9, 8. Ah, okay. Die 1 sitzt immer schon mal. 1, 8, 9, 3. Geht doch. So. Brause. Wieder eine leckere Brause. Toll. So viel Brause hier. So viel Brause doch gar nicht. Okay. Hatten wir hier eventuell... Ja... Hatten wir. Weil es sich anbietet, haben wir hier wahrscheinlich nicht alles mitgenommen. Weil wir es damals aber noch gar nicht konnten. Nicht wahr, Fleischgrille-San? So, vielen Dank. Reines Elex. So verschwenderisch einfach. Komme ich gar nicht drauf klar. Wir werden aber die Elex Kings hier sein. Vor allen Dingen, wenn, wenn der Hybride, ja? Ist wahrscheinlich ein Opel. Wenn der ist nicht gut. Oh, hab ich mich erschrocken. Oh, oh, oh. Hab ich mich erschrocken. Sag mal, willst du mich verarschen? Komm doch runter. Aber wenn es nicht geht, geht's nicht, ne? Ach, jetzt geht's auf einmal. Mist. Tja.
So, am Berghang immer gut. Ich wollte gerade sagen, wenn der Hybride... Alles Elex dem Hybriden. Warum zieht er das nicht aus den Mutanten? Warum sammeln die nicht Mutanten ein? Wäre das nicht viel sinnvoller? Also, ich meine, wenn das Hybrid alle ist? Die... Also im Grunde genommen verschwenden die ja momentan ihr ganzes Elex. Reines Elex sogar. Indem die ihre Mutanten einfach in die Welt schicken. So, hier, ach, du bist kacke, raus mit dir. Du bist kacke, raus mit dir. Fehlversuch, raus mit dir. Statt einfach abzufarmen. So, okay, das können wir schon. Dit Raffinett. Mit ganz viel Raffinette ist das. Waren hier nicht mehr Viecher irgendwie, die ich einfach alle umrannt habe? Es kam mir damals so vor. Ja, da waren wir kurz drin. Da müssen wir nicht rein. Da ist so ein Kackvogel drin. Da waren wir drin, haben gelootet. Ich erinnere mich daran. Ist auch schon gefühlt ein anderes Leben, solange wir unterwegs sind. Und hier hatten wir uns, glaube ich, sogar versteckt vor irgendwas. Oh! Bleiben Sie ruhig, Minister. Wir haben alles unter Kontrolle. Mhm. Sie müssen nur Ihren Teil der Abmachung einhalten. Halten Sie einfach das Parlament und den Präsidenten hin. Ja, wir haben alles unter Kontrolle. So beginnt immer alles. So. Ein Faktor nicht bedacht. Gute Nacht. Da liegen noch Items drin, das heißt, ich habe mich nicht da reingetraut. Und das liegt natürlich an unseren Freunden. Ich weiß, wie viele es sind. Vielleicht sterbe ich jetzt. Ja, mehr als ich dachte. Das war's. Waren das nur... Warte mal, die Getränke sind draußen. Waren das nur zwei? Was grad? Da drüben ist wieder ein Überraschungsgast. Da muss ich mal ein bisschen aufpassen. Dann machen wir Folgendes. So. Kumpel. Oh Mist. Oh, ich hab vergessen, den Jetpack zu benutzen. Nein, schlag zu! Oh. Da will er wieder nicht zuschlagen. Hab gerade vergessen, den Jetpack zu benutzen im Eifer des Gefechts. Da ist eine Notiz. Persönliche Forschungsnotizen liegen im Tisch. Persönliche Forschungsnotizen. MNOP. Offenbar nicht hier. Nee. Wo sind die denn hier? Ist das ein Buch? Nee. Ersatzteil. Doch, ist ein Buch. Persönliche Forschung. Alte Forschungsaufzeichnung eines Botanikers. Auch wenn ich meine Erkenntnisse nicht an die Öffentlichkeit tragen darf, wäre es ein Verbrechen, mein Wissen nicht niederzuschreiben. Das, was meine Kollegen und ich in den letzten Monaten alles herausgefunden haben, ist ein gewaltiger Schritt in der Forschung. Ich habe nie Fragen gestellt. Woher das ganze Geld seit Monaten kommt, weiß ich nicht. Es interessiert mich auch nicht, auf was wir uns eigentlich vorbereiten. Aber mit dem Geld haben wir riesige Forschungszentren aus dem Boden stampfen können. Alles ist hochmodern und streng bewacht. Ich blicke mit Stolz auf meine Arbeit, weil ich an etwas sehr Großem mitwirke. Das Wichtigste sind unsere Treibhäuser. Sie sind ausgestattet mit einem eigenen Klimasystem. Durch Schleusen haben wir sie vollständig von äußeren Einflüssen abgeschottet. Wir bestimmen komplett, welche Einflüsse auf die Pflanzen darin einwirken. Wir können sie beliebiger Strahlung aussetzen, eine komplett andere Atmosphäre aufbauen und die Temperatur regeln. Wir haben viele neue Arten herangezüchtet. Einige sind in der normalen Erdatmosphäre gar nicht überlebensfähig, aber sie bieten eine neue Pflanzenvielfalt, die unter widrigsten Bedingungen das Überleben sichern kann.
Im Gegensatz zu Menschen offenbar. Würde ich vermuten. Ja. Nun. Die Pflanzen hier haben überlebt. Denen geht's gut. Von Menschen sehe ich nichts. So, alter Statusbericht. Geil. Gleich mal reinlunschen. Alter Statusbericht. So, unsere Berichte. 2810. Vorfall in Station 0605. Isolation aller Proben. Befall mit einer neuen Schädlingsart. Untersuchung wurde eingeleitet. 2910. Weitere Untersuchung des Vorfalls in Station 0605. Der Vorfall verzögert unsere Forschung um mehrere Monate. Die wichtige Arbeit des leitenden Botanikers der Station wurde vollständig zerstört. Ärgerlich. Das da kann ich nie mitnehmen. Was liegt da? Geldbündel. Da oben liegt noch ein Spielzeugauto. Auf dem Automaten. Wichtig, dass es cool ist, nicht irgendein Spielzeugauto. Bier, Wasserflaschen. Und die Spinde hier sind einfach... Da habe ich verschwindend geringes Interesse dran. Jetzt reicht's aber. Wortwitze aus der Hölle. So, Heilpflanze habe ich gerade noch gesehen. Die würde ich vielleicht auch nochmal. Dann muss sie ja nicht so ein einsames Leben führen. So, dich nehme ich auch nochmal mit. Ein kleines Heilkräutchen. Heiltränke können wir auch mal wieder machen, ne? 58 haben wir noch. Das ist ja verschwindend gering. Guter Teller. Erstmal den Teller abräumen, dann das Fleisch. Na klar. Wie es halt so gemacht wird. So, das war mal das Schlafzimmer. Hier liegt noch Amulett des Outlaws. Braucht man nicht. Nehmen wir trotzdem mit. Wird später bei Chibo verkauft. So, Heilkräuter gibt es ein paar. Und Wasserflaschen, die ich gerade gesehen habe. Die dürfen uns nicht entgehen. Das ist das Highlight der gesamten Kuppel. Okay. Ich glaube, wir haben abgeräumt. Ich glaube, das war's hier auch schon. Vielleicht noch nicht auf dem ganzen... Achso, von hier kommen wir ja. Vielleicht noch nicht auf dem ganzen Areal. Ich höre hier noch was. Oh. Ups. Na dann, kleiner Rotti. Zwei Dinger und so ein Rottmolch ist tot. Das ist einfach so unfassbar. So, Sprenggranate. Geil, danke. Okay. Unfassbar. Wo ist sie denn jetzt eigentlich hin, sag mal? Wo ist die Kaya jetzt? Ich meine, die hat sich beim Bosskampf verpisst, aber die kommt nicht wieder? Also die hat sich wirklich komplett verpisst? Einfach so, oh, Bosskampf, ja, viel Spaß, ciao, das ist nichts für mich. Ist das nicht ein bisschen sehr assi? Ich meine, wir helfen ihr die ganze Zeit auch, ne, mit ihrem Elix-Schnuppern und allem, meditieren und die ganze Scheiße, was sie so macht. Das Yoga-Fitness-Programm. Achso. Ich hatte die irgendwie stärker in Erinnerung. Ich weiß nicht warum. Komisch. Kurz mal unten gucken. Leider nicht. Okay. Hier höre ich. Ich höre hier schon wieder was. Ich weiß aber nicht, wo es ist. Was ist denn hier? Ich habe hier nicht gelootet. Das ist auffällig. Und auch das Ding hier ist sehr auffällig. Ah.
Ehrenbürger. Was? Ich bin Ehrenbürger? Warum? Was heißt ein Ehrenbürger? Ist das, wenn man die Domes cleart oder was? I'm not entirely sure. Was habe ich denn jetzt gemacht? Und vor allem anders als sonst. So. Geheimer Bericht. Oh, nice. Ja, geheime Berichte. Da bin ich sofort für zu haben. Geheime Berichte. Lass sie mich hören. Alter Bericht an die Geldgeber eines Forschungsprojektes der alten Welt. Die Tests schreiten gut voran. Ihre Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben schon einige Erfolge erzielt. Die Dea Rosacearum wird ihren Zweck bald erfüllen. Nur noch einige wenige Tests müssen gemacht werden. Bei der Atmosphärenanpassung werden wir nur noch wenige Werte justieren müssen. Sobald alles soweit ist, werden wir uns an die Extremtests wagen. Ich informiere Sie nächste Woche über Weiteres. Okay, cool. Haben wir jetzt nicht so viel draus gelernt? Außer, dass Dinge Fortschritte gemacht haben, aber offenbar... Naja. Vielleicht, sagen wir mal, die haben zu gut funktioniert, wie es aussieht. Würde ich so als unabhängiger Betrachter der Zukunft hier... Uah! Kurz mal wieder ein bisschen Fersengeld. Achso, der ist schon tot. Wollte gerade ein bisschen Fersengeld geben und dann aus Entfernung wieder drauf zimmern. Wir sind ja jetzt alleine. Wir haben jetzt ja keinen Begleiter mehr, ne? Wir müssen jetzt alles alleine abfrühstücken hier. Denn wir wurden ja im Stich gelassen. Im Stich. Das war das. Okay. Nö. Oh, nö. Oh, nö. Ciao. Okay. Ah, ja, ja, ja. Okay, geklärt kann der Ehrenbürger nicht heißen. Was ist denn hier los? Gute Gabel. Oh, was haben wir denn da? Kartenstück. Natürlich, da. Da habe ich das schon vermutet. Okay, cool. Wir werden das Puzzle erweitern müssen, ne? Guter Teller, guter Teller, guter Teller. Gute Tama. Nicht, 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 nicht. Schön rausgebrochen hier. Okay. Was ist das da? Was ist das da? Wahrscheinlich nichts. Bin trotzdem, sagen wir mal, wissbegierig. So, hier ist noch was. Oh, Sprengrakete. Dachte, wäre nur Metallschrott. Okay, cool, 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 cool. Cool, cool, cool. Ein schöner, fetter Rucksack, der voll ist, aber nicht für uns. Und noch eine Truhe leer. Okay, jemand war schon hier. Das finde ich scheiße. Jemand war offenbar schon hier und hat die vor uns geleert. Ich verfluche diese Person. Ein gut versteckter Hammer, warum auch immer der da liegt, ich habe keine Ahnung. Ach, hier war ich noch. Doch, hier war ich doch schon. Aber wieso? Wenn ich hier schon war, wieso? Weißt du was? Ich mach nochmal. Auch wenn wir hier schon mal waren, ich bin ganz ehrlich, es ist lange her. Und ich will es einfach nochmal sehen. Voll geil. Drücken. Speichern. Dann drücke ich. Da steht drücken. Ach, das von wahrscheinlich von vorhin vom Knopf noch, ne? Huch. Und was ist das hier? Bin mit der Kamera, glaube ich, im Charakter drin. Ja, ja, sehr gut. Ja, meine Hoffnung wäre ja gewesen, dass man mit der Rakete von Magellan abhebt.
in eine schönere Zukunft zu den anderen Menschen, wohin auch immer, aber inzwischen wissen wir ja. Ist das vielleicht für eine Nachricht? Nee, ne? Nee, das kann nicht sein. Das war nicht von Lodens Nachricht. Nee, warum sollte das denn hier sein? Vielleicht doch, dann ärgere ich mich später, aber wir kommen da auf jeden Fall noch hin. Bin ich ziemlich sicher. So, Tag Freunde, lange nicht mehr hier gewesen. Immer wieder schön. Hi, ich bin's, Kleriker. Wann wohl der nächste Angriff bevorsteht? Ja, Dirk. Lieber Dirk, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Ich wünschte, ich wüsst's. So, okay. Die Quests haben gemacht. Ich müsste eigentlich... Gerade ganz schön geflimmert. Ich müsste eigentlich noch was abgeben gehen. Vielleicht mache ich das auch gleich mal. Was liegt denn da? Und vor allem, warum? Einfach eine kleine Zigarette. Einfach nur so. Huch. Ich müsste noch was beim Duke abgeben gehen. Abgehen geben. Hab Abgabetermin. Da oben ist nichts drin. Wir haben eine coole Brille auf und da sehen wir nichts. Da hinten allerdings. Ich weiß nicht, was das ist. Will ja auch nicht unbedingt alles looten, ne? So ist nicht. Ach, das war vielleicht das. Okay. Die Audioaufnahme kennen wir schon. Das ist auch nichts Neues mehr. Machen müssen wir ja auch erstmal nichts. Wir haben jetzt dieses Mad Dog-Ding gemacht. Hier drin ist, glaube ich, auch nichts mehr. Ne, sieht nur cool aus. Das heißt, ich gehe nochmal ganz kurz eben rüber zu unseren der Questmarker von der aktuellen Quest liegt irgendwo da oben, außerhalb der Map. Hä? Was habe ich gerade markiert? Ich weiß es. Glaube ich. Ich glaube, jetzt ist es nicht mehr markiert. Ich glaube, der Questmarker hat hier gerade nach oben gezeigt, weil da wahrscheinlich das Questziel unserer vorherigen Quest war, eventuell, wo er dann hingeportet worden. Weißt du, was ich meine für diesen Bossfight? Könnte ich mir vorstellen. Muss nicht so sein, ich könnte es mir nur vorstellen. Eventuell. Dass das außerhalb der Map lag. Das Ding. Okay. Das Ding. Wo wollte ich hin? Ich wollte zu den Outlaws. Nur mal beim Duke Bescheid sagen. Dass wir das abgeschlossen haben. Mal wieder. So, mein Freund. Hier. Der Big Bang hat seinen Dienst geleistet. Was? Das glaube ich nicht. Mich erreichen immer noch Funksprüche der Kleriker aus Ignadon. Wenn es stimmen würde, was du sagst, müsste euer Hort in Ignadon ausradiert sein. Und das ist er definitiv nicht. Konrad, der Erbauer des Big Bangs, hatte da wohl andere Pläne. Was? Was soll das heißen? Big Bang war eine übergroße Kriegsmaschine, die Tavar ausradieren sollte. Konrad, dieser Dreckskerl. Er hat mich verraten. Mich! Du wirst ihn sofort für mich erledigen, dass das klar ist. Er ist abgehauen. Egal, wie du das anstellst, finde ihn und mach ihn fertig. Ich gebe dir eine fette Belohnung, wenn du ihn noch vor dem nächsten Monat aus dem Weg räumst. Wie wär's denn mal mit einem Vorschuss? Du kriegst erst was, wenn du die Sache erledigt hast, klar? Ihr verfluchten Kleriker. Ich hätte es besser wissen müssen. Tod eines Genies. Ganz ehrlich? Nö, sehe ich nicht. Ich bin... Also da wir diesmal Kleriker sind, bringe ich den nicht um. Nicht für den Duke, nicht für die dreckigen Outlaws. Das sehe ich nicht.